Hallo und herzlich willkommen, ich bin Andreas und ich freue mich, dass ihr auch bei Siberia dabei seid. Mein neues Projekt hier auf meinem kleinen Kanal. So, also, was ist das für ein Spiel? Es ist ein Adventure. Und worum geht es? Es geht darum, dass man eine New Yorker Anwältin ist. Die heißt Kate Walker und man wird damit beauftragt, in der Stadt Valedilen, der Chefin, den Verkauf einer Manufaktur oder Automatenmanufaktur, so etwas, schmackhaft zu machen. So. Und da trifft man irgendwie oder auf ein paar Ungereimtheiten. Aber ich will nicht so viel von der Story jetzt hier verraten. Das will man ja alles beim Spielen erleben. So, Optionen. Warte mal kurz. Da, Untertitel. Ja, hoch. So, pop, pop, pop. Das ist alles. So, legen wir gleich los. So, also, irgendjemand ist gerade gestorben. Oder wurde beerdigt, genau genommen. So, jetzt sind wir hier im Hotel. Das ist eben halt Kate Walker. Und dann gucken wir uns hier mal um. So, warte mal, hier ist ihr... Puh, ich kann diesen Koffer keinen Meter mehr tragen. Mal sehen, wer mir helfen kann. Alles klar, mit der rechten Maustaste kommt man ins Menü. Kate... Hilfe. Das ist ein Telefon. Na gut, ich kann jetzt noch keinen anrufen. Hier ist das Inventar. Da ist jetzt noch nichts drin. Quatsch. So, warte mal. Ja, dann nochmal rechtsklick, GS-Menü zu. Alles klar. So, was können wir uns denn hier erstmal alles machen? Bei solchen Adventures ist es immer wichtig, jeden Ort, wo sich der Cursor zum Beispiel wie hier, eine Lupe, kann man dann gucken, wo sich das dann verändert. Hier leuchtet er auf. Hier kann man wohl nach oben gehen. Hier kann man wohl wieder rausgehen. Es regnet doch wie verrückt. Ich werde warten, bis das Gewitter vorüber ist. Alles klar. Gut, dann gucken wir uns jetzt mal die Pinnwand hier an. Willkommen in Valedilen, Welthauptstadt des mechanischen Spielzeugs. Entdecken Sie die kleine Alpenstadt Valedilen, ihren wunderbaren landschaftlichen Rahmen und die jahrhundertealte Tradition der Manufaktur Vorarlberg, spezialisiert auf die Herstellung von Automaten und mechanischem Spielzeug, der Valedilen auch heute seinen Weltruf verdankt. Seit über 800 Jahren hat sich die Familie Vorarlberg in diesem ganz speziellen Zweig der Uhrmacherkunst verschrieben, der durch komplexe Mechanismen und Räderwerke die Objekte zum Leben erwachen lässt. Mit Tradition und Kunstfertigkeit brachte sie es in diesem Handwerk zu ungekannter Perfektion.
Die erstaunlichen und wundersamen Kreationen faszinieren nicht nur Kinder. Besucher verschiedenster Altersgruppen reisen aus ganz Europa herbei, um eins der wunderbaren Spielzeuge zu erwerben. Technische Perfektion. Das Herzstück eines Automaten ist sein Motor. Ein automatisierter Mechanismus bewegt über Zahnräder eine Reihe von Achsen. Auf diesen Achsen sitzen die Nocken. Die Nocken wiederum, in deren Form die Bewegungen eingeschrieben sind, steuern ein komplexes System von Stangen, die an ihren Enden die Gesten auslösen. Die Herstellung eines Automaten erfolgt in drei Etappen: Modellierung, Mechanik und Verkleidung. Dabei kommen die spezifischen Fähigkeiten von rund 20 verschiedenen Berufszweigen zum Einsatz. Auf dem Höhepunkt ihrer Produktion beschäftigte die Manufaktur Vorarlberg an die 100 Personen: Feinmechaniker, Uhrmacher, Bildhauer, Schneiderin. Die Vorarlberg-Automaten sind unverkennbar, zum einen durch ihre Perfektion, zum anderen durch die besondere Form des Schlüssels, mit dem der Mechanismus aufgezogen wird. Jedes Modell wird mit größter Sorgfalt entworfen und zusammengesetzt. Die gängigsten Modelle werden aus gewöhnlichem Holz hergestellt, während bei den ausgefallenen Objekten Edelholz, zum Beispiel Madagaskar-Ebenholz, verwendet wird. Trotz der starken asiatischen Konkurrenz widerstanden die Vorarlbergs der Versuchung die elektrischen Automaten und zogen es weiterhin vor, die unendlichen Möglichkeiten der mechanischen Bewegung zu erforschen. Eine lange Geschichte. Zwischen den einfachen Marionetten der Anfänge und den fast schon vernunftbegabten Wesen, die es in den letzten Kreationen der Vorarlbergs waren, liegt eine lange Geschichte. Die ersten Hinweise auf die Herstellung von mechanischen Puppen in Valladolid reichen bis in das 13. Jahrhundert zurück. Auch wenn man zu diesem Zeitpunkt noch nicht von einer wirklichen Produktion sprechen kann, so scheint es, als habe sich Hermann Vorarlberg bereits damals am Hofe des Kaisers einen Namen gemacht. Hier sieht man so ein Bild, wo er wohl vor dem Kaiser da sich Hermanns, ja gut, das ist jetzt keine Ahnung, was hier steht, der Meister H. Vorarlberg und ein Diener mit Marionetten vor dem preußischen Kaiser. Im 17. Jahrhundert wurde dann schließlich auf Initiative von Charles Vorarlberg die Manufaktur Vorarlberg für mechanisches Spielzeug und Marionetten gegründet. Damit konnte eine wirkliche Produktion in dem kleinen Alpental beginnen, der Valladolid ein immer größeres Renommee verdankte. Das ist dann hier wohl der Charles Vorarlberg mit einem seiner Werke. In dieser Zeit wurden in der Manufaktur hauptsächlich Marionetten für das Theater hergestellt. So, Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts erlebte Valladolid ein goldenes Zeitalter, von dem noch heute die wunderbaren Manufakturgebäude und die wichtigsten Privathäuser der Stadt zeugen. Der Name Vorarlberg wurde über die Ozeane hinaus bekannt, die Automaten in die ganze Welt verschickt. Nicht selten ließ ihre Perfektion bei dem Käufer den Eindruck entstehen, ein Automat sei lebendig. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm Anna Vorarlberg, Tochter Rudolfs und letzter Nachfahre dieses berühmten Handwerksgeschlechts, die Leitung der Manufaktur. Ihr gelang es, dem Unternehmen in der schwierigen Nachkriegszeit eine neue Orientierung zu geben. Die Herstellung von wirklichen Kunstwerken für eine aus Kennern und Sammlern bestehende Kundschaft. Die Vorarlberg-Automaten wurden zu wertvollen Einzelstücken mit ausgeklügelten Mechanismen, deren Erfindungsreichtum und Perfektion noch heute einzigartig sind. So, Rudolf Vorarlberg leitet die Manufaktur auf dem Höhepunkt ihrer Produktion. So, dann gucken wir mal, wie kommen wir denn jetzt mal hier? Ach hier. So. Alles klar, so. Jetzt haben wir ja mal ein bisschen mehr Hintergründe zu dem Ganzen.
Jetzt gucken wir uns erstmal hier um. Wenn ich hier den Knopf drücke, dann haut er den Klöppel hier und dann kommt wahrscheinlich irgendwo ein Automat rausgeschossen. So, aber man kann ja jetzt nochmal hier hingehen. Da sitzen, scheint ein Junge zu sein. So, man muss echt wirklich bei so Adventures hier immer alles absuchen und gucken. So, dann reden wir mal mit dem Jungen. Hallo. Hallo. Was machst du denn da? Zeig mal. Nee, ganz schwer. Arbeit von Momo. Ganz schwer. Momo? Du heißt Momo? Ich bin Kate. Momo macht wie Hans. Er malt. Hans? Nicht Momo stören. Arbeit von Momo. Ganz schwer. Zeigst du mir dein Bild? Nee, nicht fertig. Geh weg. Ich bin gerade angekommen. Kann mir jemand hier helfen, den Koffer aufs Zimmer zu tragen? Momo stark. Ganz stark. Aber keine Zeit. Momo arbeitet. Na gut, dann lasse ich dich jetzt arbeiten. So, Momo scheint ein kleiner Waffel zu haben. Oh gut, dann hauen wir jetzt hier mal auf den Klöppel. Drücken wir mal das Knöppeli. Und nichts passiert. Ich bräuchte einen Schlüssel. Einen Schlüssel, ja, wofür? Ah, hier haben wir einen Schlüssel und jetzt... Ich bräuchte einen Schlüssel. Ja. So. Und jetzt. Ja, ich komme ja schon. Ach, mal kein Automat. Da haben wir was Neues hier. So, dann reden wir doch mal mit dem Guten Tag. Guten Tag, gnädiges Fräulein. Meine Firma hat für mich ein Zimmer reserviert auf den Namen Walker. Anwaltskanzlei Marson & Lormont. Für Kate Walker. Fräulein Walker, natürlich. Sie haben das Zimmer Nummer 6 in der ersten Etage. Danke. Würden Sie mir bitte meinen Koffer nach oben bringen? Entschuldigen Sie bitte dieses Versäumnis, Fräulein Walker. Aber man hat so wenig Kunden, dass man darüber vergisst, was sich gehört. Also Sie sind die Amerikanerin. Dann stimmt es wohl, was man erzählt. Sie kommen, um die Fabrik zu kaufen? Keine Fabrik. Haus von Anna. Haus von Hans. Wie bitte? Willst du wohl den Mund halten, du böser Junge? Ah, unsere kleine Stadt hat sicher keinen sehr guten Eindruck auf Sie gemacht. Wissen Sie, heute ist ein Trauertag. Anna Vorarlberg wurde beerdigt. Momo traurig, aber Hans nicht tot. Hans weit weg. Anna gesagt Momo. Anna Momo sehr lieb haben. Jetzt ist genug, Momo. Wirst du wohl aufhören, die Dame zu belästigen? Verschwinde jetzt, nur weg mit dir. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, Fräulein Anna. Ein großer Verlust für Valadilen. Wirklich. Noch dazu, wo jetzt, da sie tot ist, auch die Fabrik geschlossen wird. Aber deshalb sind Sie ja hier, nicht wahr? Unser Schicksal liegt in Ihren Händen. Anna? Anna Vorarlberg? Ist tot? Also der Typ läuft, als ob er in die Hose geschissen hätte. Oder 10 Jahre Texas oder so eine Art. Das ist Ihr Zimmer. Wir hoffen, dass es Ihnen gefällt, Frau Walker. Wird schon passen. So, wir lassen Sie sich jetzt erst einmal ausruhen. Sie werden viel Arbeit haben. Wissen Sie, für uns wäre der Aufkauf der Fabrik eine gute Sache. Das brächte wieder ein wenig Leben in unser Tal. Ach ja, Sie hätten Valadilen einmal früher erleben sollen. Das war schon was.
Aus aller Welt kamen die Leute, um die Vorarlberg-Automaten zu kaufen. Oh, sehen Sie, man hat einen Brief für Sie hinterlegt. Wenn Sie irgendwas brauchen, wir sind immer ganz in der Nähe, Frau Walker. Okay. So. Jetzt packe ich erstmal meinen Koffer aus. Das brauche ich im Moment nicht. Ah, okay, gut. So, hier geht's nach draußen. Ich nehme an, hier geht's ins... Ah, nee, das ist wohl der Ausgang. Dahin muss ich nicht. Okay, aber jetzt muss ich mir das mal das Zimmer angucken. Ah, alles klar. Hier geht man also raus. Nehmen wir an, hier kommen wir nach unten. Aber jetzt gucken wir uns erstmal den Brief an. Ah, 16. April 2002. Kate Walker. Edward Marson. Ich nehme an, das ist der Boss. Anwaltskanzlei. New York. Blablabla. Alles klar. Kate. Hiermit bestätigen wir Ihnen, dass unser Kunde, die Universal Toys Company, darauf drängt, die Transaktion im Hinblick auf den Kauf der Manufaktur Vorarlberg zum Abschluss zu bringen. Wir verlassen uns auf Ihre unbestreitbaren Fähigkeiten als Anwältin, um die Verhandlungen mit dem derzeitigen Besitzer der Manufaktur, Frau Anna Vorarlberg, zu einem raschen und positiven Ende zu bringen. Na, das wird schwierig. Sie ist leider verstorben. Ich möchte Sie bei der Gelegenheit daran erinnern, dass die Universal Toys Company ein internationaler Konzern mit Monopol auf dem Spielzeugmarkt ist. Der Konzern ist für uns ein wichtiger Kunde und für Frau Vorarlberg eine unverhoffte Gelegenheit, sich von ihrer Manufaktur zu trennen, worauf sie aufmerksam machen sollten, falls Vorarlberg bei der Unterzeichnung des Vertrags Zweifel kommen. Ich bin sicher, dass Sie meine an Sie gestellten Erwartungen nicht enttäuschen werden. Edward Marson. So, Problem ist nur gerade das, die Frau ist jetzt tot und wem gehört der ganze Laden jetzt, wenn Sie die letzte Hinterblieb oder Nachfahren. Ich sollte Marson von Frau Vorarlbergs Tod in Kenntnis setzen. Hoffentlich wird dadurch nicht noch alles komplizierter. Ich werde hier wohl nicht länger bleiben. So, das heißt also in Kenntnis setzen, okay, in Ordnung. Nur jetzt brauche ich dazu erstmal ein Telefon. So, jetzt Telefon habe ich hier, ja. So, jetzt natürlich nur die Büro. Mutti. Nee, Mutti will ich anrufen. Olivia, wer auch immer das ist. Dan, keine Ahnung. Büro. Gut. Marson & Lawrence, guten Tag. Ich hätte gern Herrn Marson gesprochen. Kate Walker am Apparat. Einen Moment bitte. Hallo, Kate. Na, erzählen Sie mal, wie läuft unser Geschäft? Ich bin in Valladolid angekommen. Da ist eine kleine Sache dazwischen gekommen, fürchte ich. Frau Vorarlberg ist gestorben. Das ist bedauerlich. Aber wir hatten diese traurige Eventualität ja schon eingeplant. Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es keinen Erben. Ja, das stimmt, aber... Wo ist denn das Problem, Kate? Wenden Sie sich einfach direkt an Ihren Notar. Ich sage der Sekretärin, sie soll Ihnen seine Adresse und einen erklärenden Brief der Kanzlei faxen. Ja, gut, Herr Marson. Gut, ich muss auflegen, Kate. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Ich... Okay. Alles klar, jetzt brauche ich erstmal... Ja, warte mal, den Koffer, den kann ich jetzt ausprobieren? Das brauche ich im Moment okay, nicht. Okay, alles klar, kann ich nicht. Gut, dann suchen wir jetzt mal Ihrem Faxgerät und den Notar. Der wird ja wohl kaum hier im Hotel sein. Müssen wir mal gucken. Dass wir den irgendwo finden. So, dahin muss ich nicht. Alles klar, dann. Gehen wir jetzt mal nach unten. Dann gucken wir nochmal, dass wir nochmal mit dem Portier hier sprechen. Ich bin es noch einmal.
Fräulein Walker? Kate, Mission, Hilfe, Hans, Momo, Automat, Anna, ja, nee. Könnten Sie mal nachsehen, ob zufällig ein Fax für mich gekommen ist? Kann sein, und zwar so, als hätten wir das Gerät gehört. Würden Sie bitte einmal nachsehen? Aber natürlich, Fräulein Walker. Vielen Dank. So, 17. April 2002. Sehr geehrter Herr Alfolter. Was ist das für ein Name? Wie Sie wissen, wurde unsere Kanzlei von der Universal Toys and Company beauftragt, die Verhandlung bezüglich des Aufkaufs der Spielzeug- und Automatenmanufaktur Vorarlberg zum Abschluss zu bringen. Soeben erfahren wir mit Bedauern, dass die derzeitige Besitzerin der Manufaktur, Frau Anna Vorarlberg, verschieden ist. Wir zweifeln nicht daran, dass Frau Vorarlberg Ihnen zu Lebzeiten die nötigen Instruktionen gegeben hat, die uns heute den Abschluss des Kaufvertrags ermöglichen. Auch möchten wir Ihre Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenken, dass mit der Übernahme der Manufaktur durch den amerikanischen Konzern wichtige wirtschaftliche Perspektiven für Ihre Region verbunden sind. In diesem Sinn möchten wir Sie bitten, die junge Anwältin Kate Walker, die die Interessen unseres Kunden vertritt, gebührend zu empfangen. Hochachtungsvoll, Edward Marston. Danke. Nichts zu danken. So, warte mal, kann man hier nochmal? Könnten Sie mir bitte sagen, wo ich hier in Valladilène einen Notar namens Affolter finden kann? Wir haben hier nur einen Notar und sein Haus ist unverkennbar. Sie werden es problemlos finden. Okay. Guten Tag, mein Name ist Kate Walker und... Aber sicher doch, Walker, Zimmer 6, erste Etage. Ich fürchte, ich werde Ihre Hilfe noch einmal in Anspruch nehmen müssen. Verlassen Sie uns, Fräulein Walker? Sollen wir Ihnen Ihre Koffer runtertragen? Nein, nein. Ich reise noch nicht ab. Ich bräuchte nur etwas... Ach, wir würden Ihnen nur zu gerne behilflich sein, aber stellen Sie sich vor, das Telefon klingelt, ein Fax kommt, ein Kunde betritt den Gasthof. So leid es uns tut, wir können hier nicht weg. Nicht weiter schlimm. Okay, jetzt fragen wir mal nach Hans. Der junge Mann vorhin sagte etwas von einem gewissen Hans. Um wen handelt es sich? Momo sprach von Hans Vorarlberg, dem jüngeren Bruder von Anna. Aber der ist schon lange tot. Selbst wir haben ihn nicht gekannt, so weit liegt das alles zurück. Wer war denn der junge Mann, der vorhin hier zeichnete? Ihr Sohn? Gott bewahre! Nein, nein. Er ist kein schlechter Junge, der Momo. Nur ein bisschen einfach, das ist alles. Und was hat er mit Anna Vorarlberg zu tun? Momo ist das, was man so einen Dorftrottel nennt. Und Frau Anna hat ihn unter ihre Fittiche genommen. Wahrscheinlich hat er sie an ihren Bruder erinnert. Und außerdem, gleich und gleich gesellt sich gern, oder? Wollen Sie damit sagen, dass Anna Vorarlberg auch ein bisschen einfach war? Gott bewahre. Sie war eben auch eine Einzelgängerin. Sehr in sich gekehrt. Das wollte ich sagen. Wirklich nett, alle diese kleinen mechanischen Roboter. Es scheint davon eine ganze Menge in Valladilène zu geben. Sie wagen es, die Vorarlberg-Automaten als Roboter zu bezeichnen? Wenn Sie sich hier keine Feinde machen wollen, sollten Sie dieses Wort besser vermeiden. Was ist denn der Unterschied zwischen Roboter und Automat? Ehrlich gesagt wissen wir das so genau auch nicht. Aha, naja gut. Kannten Sie Anna Vorarlberg gut? Ja, ziemlich. Naja, so gut nun auch wieder nicht. Eine große Dame. Wir mochten sie sehr. Friede sei mit ihr. Gut. Warte mal, geht's denn noch irgendwie weiter? Nee, noch nicht. Ich werde mich mal ein wenig in Valladilène umsehen. Bis später. Ganz wie Sie wünschen, Fräulein Walker. Gut, hier kann ich jetzt nichts machen, aber jetzt schnappe ich mir mal... Achso, gut, kann ich nicht. Ich dachte, ich könnte mir jetzt hier meine Jacke schnappen. Aha, es hat aufgehört zu regnen. So, jetzt kann man hier erstmal alles gucken, ob man hier irgendwas machen kann, aber nee, gut. Dann gehen wir jetzt mal den Notar besuchen. Sein Haus soll ja angeblich unverkennbar sein. Kann ich nach da gehen?
kann ich... So, mal gucken, wo wir denn da hinkommen, aber das... Wahrscheinlich Hintereingang oder Nebeneingang. Dahin muss ich nicht. Alles klar, gut. Ah, bisschen joggen, gut für die Figur. So, woher weiß ich jetzt, was das Haus vom Notar ist? Ah, die Vögel zwitschern, schöne Aussicht hier, die Berge, Alpen. Dahin muss ich nicht. Ah, okay, gut. So, mal... Das ist definitiv... Die sehen ja eigentlich alle merkwürdig aus, die Häuser, ne? Dahin muss ich nicht. Gut, dann reden wir mal mit dem guten Mann hier. Guten Tag, ist es möglich, etwas bei Ihnen zu kaufen? Nein, das wird nicht möglich sein, gute Frau. Wir haben nicht geöffnet. Ich kann einen Moment warten. Das ist unmöglich. Habe den ganzen Tag geschlossen. Wegen der Trauer. Oh, entschuldigen Sie mich bitte. Mein herzliches Beileid. Nicht weiter schlimm. Ist wegen Frau Vorarlberg. Alle Läden sind zu. Hat der Bürgermeister so entschieden. Sie können ja morgen wiederkommen. Morgen bin ich schon wieder weg. Pech für mich. Gut, weiter geht's hier nicht. Ah, doch. Dahin muss ich nicht. Gut, mal sehen, wie weit ich jetzt hier noch... Oh, hier geht's doch noch weiter. Mal ein bisschen die Gegend hier erkunden. Dahin muss ich nicht. So, dann mal gucken. Hier können wir auf die Bank setzen, aber das will ich nicht. Das funktioniert nicht. Da fehlt wohl ein Teil. Na gut, das Teil habe ich ja definitiv nicht. Nur... Das Teil hier klemmt. Gut, das klemmt. Hier fehlt was. Da kann ich jetzt im Moment nichts machen. So, dann gucken wir uns hier mal hier auf der Bank. Liegt was? Das gucken wir uns mal an. Walla Dilena Tagesblatt, Mittwoch, 17.02.2002. Walla Dilena trauert um seine Herzdame. Ach, das scheint die ja gewesen zu sein, die gute. In aller Stille verstarb gestern bei sich zu Hause Anna Wahlberg im Alter von 86 Jahren. Die große Dame hatte ihr Leben in den Dienst ihres Unternehmens und unserer Gemeinde gestellt. Wie alle wissen, mit wie viel Energie sie die Entwicklung ihrer Automaten vorantrieb, die noch heute der Stolz unseres Tals sind. Doch wir kannten sie auch alle als Frau mit Herz, deren Handeln von Großzügigkeit und Güte geprägt war. So kann es nur im Sinne aller sein, dass der Bürgermeister diesen Tag zum Kommunaltrauertag erklärte. Die Totenmesse wird heute um 10 Uhr von unserem Pfarrer in der Pfarrkirche zelebriert. Mit dem Tod Anna Vorarlbergs geht in Walla Dilena eine Epoche zu Ende. Die außergewöhnliche Frau, die über 50 Jahre die Manufaktur Vorarlberg leitete, hinterlässt eine große Leere, die umso schmerzhafter ist, da es aussieht, als wäre ihr Tod auch gleichzeitig der ihrer Automatenmanufaktur, die seit langem im Zentrum der wirtschaftlichen Aktivität unserer Kleinstadt steht. In die Trauer um Anna Vorarlberg mischt sich so die Sorge um die Zukunft unseres Tals. In einer Kommunalgesellschaft, in der Unterhaltungselektronik, Informatik und Videospiele einen immer größeren Platz einnehmen, kann sich das traditionelle mechanische Spielzeug nur schwer behaupten. Diese jahrhundertealte Technik wird heute allgemein als unrentabel zu den Akten gelegt. Allein die Manufaktur Vorarlberg bewahrte die
althergebrachten Kompetenzen und ermöglichte unserer Stadt eine produktive wirtschaftliche Aktivität. So war es bis heute. Die Zukunft zeigt sich jedoch weit weniger rosig. Oder sollte man sich über den wahrscheinlichen Aufkauf der Manufaktur durch einen amerikanischen Großkonzern freuen? Verkauft Valadiland damit nicht gleichzeitig auch seine Seele? Oh, naja, Umwelt. Eine Protestveranstaltung organisierte gestern die Bürgerinitiative Rettet die Almen am neuen Staudamm von Espekt. Der Organisation zufolge zerstört der Staudamm den natürlichen Lebensraum der blauen Grasmücke. Die Demonstration wurde durch das energische Eingreifen des Forstaufsehers aufgelöst. Alles klar. Okay. Hier noch eine Anzeige wegen Heilelixier und Schnickschnack. So, dann gehen wir mal weiter. Ich nehme an, dass man einmal so ein Pudding rumrennen kann, denn ich suche ja jetzt immer noch das Haus von dem Notar. Bloß. Dahin muss ich nicht. Na, das. Hier wird sie wahrscheinlich auch nicht hin müssen. Dahin muss ich nicht. So, jetzt ist die große Frage. Wie sieht das Haus von dem Notar aus? Das soll ja angeblich unverkennbar sein. So, okay, dann guck mal hier. Verschlossen, ja, gut, toll. Alles klar, so weiter geht's hier nicht. Dann muss das Haus von dem Notar in der anderen Richtung liegen. Es soll ja angeblich, wie gesagt, unverkennbar sein, aber. Dahin muss ich nicht. Wahrscheinlich ist es das hier, aber ich muss jetzt irgendwie erstmal ein paar Teile hier finden, um das Ding hier am Laufen zu. Oder zum Laufen zu bringen, damit ich reinkomme. Egal, gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Gehen wir mal in die andere Richtung, mal gucken. So. Hier gibt es auch irgendwie noch. Vielleicht ist es auch das hier. Das funktioniert nicht. Da fehlt wohl ein Teil. Okay. Das funktioniert nicht. Da fehlt wohl ein Teil. Okay. Dann gehen wir mal in die Richtung. Hier sind wir beim Hotel. Oh, halt. Halt, da ist ja jetzt noch ein alter Mann, sitzt dann auf der Bank. Reden wir nochmal mit dem hier. Den habe ich jetzt beinahe übersehen. Guten Tag. Guten Tag, gnädige Frau. Man freut sich doch immer wieder, wenn man eine so hübsche junge Dame in den Straßen unserer guten alten Stadt trifft. Setzen Sie sich doch, dann können wir ein wenig plaudern. Das täte ich wirklich gerne. Doch leider habe ich keine Zeit. Ein anderes Mal vielleicht. Das hoffe ich sehr, gnädiges Fräulein. Wissen Sie, früher, da waren diese Straßen voller Leben. Damals traf man immer irgendjemanden. Ach ja, unser gutes altes Valadiland ist nicht mehr das, was es einmal war. In der Tat, es scheint sich hier einiges verändert zu haben. Unsere Kinder haben das Tal verlassen. Irgendwie mussten sie ja ihren Lebensunterhalt verdienen. Man kann es ihnen nicht übel nehmen.
Das ist der Lauf der Zeit, wissen Sie? Und auch die Manufaktur Vorarlberg bietet den jungen Leuten heute keine Perspektive mehr. Glauben Sie mir, es ist nicht einfach, fernab der Welt zu leben. Und dabei ist Valladilène so ein hübsches Dorf. Ja, man merkt doch gleich, dass Sie nicht von hier sind. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, mein Fräulein. Gut, sehr ergiebig war das dann nicht. Hier, das scheint aber mehr so Fabrik hier, Vorarlberg. Das obere kann ich nicht erkennen. Scheint aber mehr zur Fabrik zu gehören. Scheint dann doch nicht. Gut, das Haus vom Notar wäre auch ein bisschen groß, ne? Dass so ein riesiges Gebäude da nur ein einziger Notar drin wohnt. So, hier ist die Kirche. Wie man hier oben ein Kreuz erkennen kann. Ich nehme an, aber ich denke mal, dass ich da jetzt nicht reinkommen werde. Sag ich doch. Das bringt nichts. Es ist verriegelt. Ich möchte lieber erst zurückkommen, wenn das Begräbnis stattgefunden hat. Ja, okay, gut. Gut, dann muss ich jetzt hier mal wieder zurück, denn ich kann ja jetzt hier im Moment nichts machen. So, aber hier gibt es jetzt ja auch im Moment nichts, was ich machen kann. Und ich habe auch noch nichts gefunden, womit ich jetzt die Tür da aufkriege oder das Tor. Das ist ein bisschen gediegen, das Ganze, ne? Man muss natürlich immer alles genauestens nachgucken. So, gut, dann... Ja, gut, dann mache ich jetzt hier erstmal einen Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, lasst ein Abo da und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye!